Ja, hallo Leute und willkommen wieder zu den Ben stellt vor, hier und heute am Sonntag mal wieder, wie immer eigentlich. Heute ist dran der Mr. Phoenix. Und ich würde sagen, wir gucken erstmal, was er so zu sich schreibt, ehe wir hier weitermachen. Über den Kanal oder über Moin Moin, hallo und herzlich willkommen. Hey, du da, ja genau du, dich meine ich, was, deine Abo-Box ist noch nicht voll genug? Da kann ich helfen, hier findest du Let's Plays von mir und das in HD. Meine Projekte, Let's Play Titan Quest mit Abonnenten, Let's Plays über Meat Boy, Let's Play Dead Space, Let's Play Batman Arcadian Assume oder keine Ahnung wie, Let's Play Portal 1, zwischendurch Let's Play Skyrim und zukünftiges Cube, Dead Space 2, 3 und 3 im Koop und Portal 2 im Koop. Abgeschlossen sind Secret Mario Chronicles. Es ist etwas für dich dabei oder dir gefällt mein Spiele-Kommentarstil? Einfach, worauf wartest du dann noch? Drück abonnieren, natürlich nur wenn du willst. Es ist nichts für dich dabei oder du magst meine Spiele-Kommentarstil einfach nicht, dann hinterlasse doch konstruktive Kritik, damit ich mich verbessern kann. Alles in allem danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dich bei mir umzusehen. Mit freundlichen Grüßen, Mr. Phoenix. Ja, und konstruktive Kritik wollten wir ihn da lassen. Ach so, das ist einer. Ich dachte gerade, was steht hier? Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal. Im Übrigen, coole Thumbnails. Hier, Batman auch. Ja gut, Dead Space hier hat es noch keinen. Ich weiß nicht, ob du da... Ja gut, ich weiß jetzt nicht, von wem du die Thumbnails bekommst. Aber wenn es geht, hier auch Thumbnails. Aber ich weiß jetzt ja nicht, warum, wieso, weshalb da keine Thumbnails sind. Hey, mir fällt es gerade auf, dass ich in Skype nicht auf beschäftigt bin. Hey, wenn mich jetzt einer anschreibt, dann ist auch ein Video. Ja, Dead Space. Also auf jeden Fall coole Thumbnails. Auch Batman ist cool. Ja, die Thumbnails sind schon mal gut. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal in Let's Play rein. Und bilden unser Teil. Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Verloren im Weltall. Tja. Wir haben im letzten Teil den Ostflügel passiert, haben einer riesigen Bestie kämpfen müssen, die wir diesmal gut überstanden haben, eine Energieknoten bekommen, noch eine Energieknoten bekommen und schon zwei Vergaser vernichtet. Fehlen noch zwei im Gesamten. Und hier haben wir wieder so blöd einen blöden klebrigen Boden. Klebrigen? Ich hab geblegen gesagt. Ich meinte klebrigen natürlich. Ist natürlich Luxus, der geblinge Boden. Nein, der ist ganz okay. Nein, ist er nicht. Nein, Isaac! Nicht Isaac! Isaac! Nein! Das kann es nicht sein, jetzt ist Isaac tot! Wie konnte es passieren? Ist doch scheiße! Das war wegen dem Ripper, ich hatte eindeutig die falsche Waffe dafür gewählt. Was denn, dieser böse, schleimige Boden ist schon mal nichts für uns. Ich ziehe die als Götter. Ja, ich habe immer noch die Rücken in der Hand. Lade nach. Verdammt, das Inventar ist schon offen, aber ich sehe es nicht. Öffne das. Nimm den Halbleiter. Und dann nehmen wir unsere Universalwaffe, den Cutter. Durchklammern. Frieden, Isaac. Ja, wir haben einen kleinen Ausschnitt aus dem Let's Play gesehen. Commentary, er kommentiert viel. Also das ist jetzt nicht so, dass er mal alle zwei Minuten was sagt. Das ist schon mal gut.
Und Videobeschreibung ist an sich auch in Ordnung. Die Playlist sogar so verlinkt. Eigentlich auch eine coole Idee. Und ja, mir persönlich fehlt mal wieder die Beschreibung zu dem Spiel. Aber gut, naja. Das möchte immer ich haben. Ansonsten möchte das wahrscheinlich niemand haben, so eine Beschreibung zum Spiel. Ich mache es trotzdem bei meinen Let's Plays und empfehle es auch immer wieder, das reinzupacken. Aber ansonsten ist die Beschreibung eigentlich richtig cool und ist auch eine Standardbeschreibung, also kommt bei jedes Let's Play rein. Sogar Skype-Namen und alles steht auch noch da und boah, an sich gefällt es mir eigentlich. Also das Commentary ist eigentlich ganz gut, spricht viel. Ansonsten das Mikrofon finde ich noch ein bisschen doof. Ich weiß jetzt nicht, welches Mikrofon du benutzt, aber ich weiß jetzt nicht. Das klingt... Wie kann man das sagen? Es klingt so, als wärst du in einem riesigen Raum alleine. Also irgendwie... Ja, jetzt so meine Meinung dazu. Also Mikrofon finde ich noch nicht ganz so gut. Also es ist jetzt nicht so, dass es katastrophal schlecht ist. Aber es ist auch nicht ganz gut. Also, so viel zum Mikrofon. Ansonsten bei der einen Szene, wo dann Isaac auf einmal aufgefressen wurde, fand ich den Ingame-Sound ein bisschen sehr laut. Da hat man dich ja kaum noch verstanden. Ich meine, gut, du hast bei der Szene nicht wirklich viel gesagt, aber da, wo du mal was gesagt hast, das hat man eigentlich kaum verstanden. Also immer darauf achten, dass auch wirklich der Ingame-Sound immer im Hintergrund ist und im Vordergrund ist halt deine Stimme. Aber ansonsten ist das eigentlich ganz gut, wie du es machst. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt noch mal in ein anderes LP rein. Und das ist das LP zu Batman Arcadian. Und ja, wir gucken einfach mal rein und ja. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Wir kämpfen gerade mitten im Kampf, besser gesagt, stoppen. Und der Kampf, in dem ich mittendrin bist, ist der Kampf gegen Bane und der ruft natürlich wieder seine... Wow. Zack. Tust du das? Tust du das? Nein, das tust du nicht. Weg mit mir! Die müssen schon zu mir kommen. Ich bleib nicht in der Nähe von Bane. Ha gut, schon wieder aus dem Bild klickt. Oh, mein Gott. Mein Gott. Spieloption. Gibt's das hier? Kann man das hier ändern schon? Nein. Kann man nicht. Muss sie wieder aus dem Spiel raus. Okay, das muss sie aber jetzt ehrlich machen. Das kotzt mich so derbe an. Oder aber ich klicke vorsichtiger. Ah gut, zack. Ich wäre jetzt gerade von allen möglichen gestürzt. Von Bane, von... von anderen und... Ja, du hörst mich vernichten, das ist dein Standardspruch. Zack, das war ein Knie-Hit. Komm her, Grant! Komm her, Grant! So. Und. Erstmal möchte ich euch loswerden. Oh, schon wieder aus dem Bild rausklickt. Wo ist meine Maus? Ich kann die gar nicht sehen, wo die ist. Böses Spiel, sag ich da nur. Ich stelle jetzt einfach mal eine Theorie auf oder rate einfach mal. Du spielst auf dem Laptop, ne? Ist jetzt einfach nur mal so geraten. Ja, man hört sehr stark deine Tastatur. Und das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Kann aber auch daran liegen, dass es dein Mikrofon ist. Also sowas möglichst immer ausblenden. Mich persönlich stört es jetzt nicht allzu sehr, aber es wird tatsächlich Leute geben, die sind davon genervt, wenn man immer dieses Klimpern auf der Tastatur hört. Soll es Leute geben, die sind tatsächlich davon genervt und mich stört es jetzt zwar nicht, aber wenn es geht, das ausblenden. Aber wie gesagt, kann auch am Mikrofon liegen. Wovon ich einfach mal ausgehe. Ansonsten die
Videobeschreibung ist die gleiche, muss ich nicht viel dazu sagen, habe ich schon bei Dead Space was dazu gesagt. Und ja, ansonsten klingt das schon ganz gut. Also die Let's Plays klingen soweit schon ganz gut. Ich habe mir auch mal den allerersten Part, was glaube ich, angesehen. Also da hat es sich da dann doch schon von damals, also ich weiß jetzt nicht, ob das das allererste Let's Play war, von dem Mario Hack, wie auch immer. Nee, wir müssen jetzt zu Uploads. Jetzt gucken. Ich weiß es jetzt nicht. Wir gucken einfach mal. Ja, war er. Gegenüber da, also vor 6 Monaten, war das mit dem Commentary noch nicht so doll und das hat sich jetzt schon wesentlich verbessert. Also ich habe mal in den ersten Part reingeguckt von Mario Chronicles, wenn es so ausgesprochen wird. Da war das Commentary, ja, da war noch so schüchtern und wollte nicht so wirklich kommentieren, aber jetzt hat sich da doch schon sehr verbessert von damals zu heute, finde ich schon mal ganz gut. Und boah, eigentlich ein ganz guter Kanal, bis auf diese Kleinigkeiten. Also gut, die einzige Kleinigkeit, die mir jetzt einfällt, ist halt das Mikro, vielleicht ein anderes Mikro nehmen. Ich empfehle immer Headsets. Headsets sind immer gut. Und ich habe auch ein Top-Headset gekriegt für 30 Euro. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ach Gott, wieder vergessen. Aber auf jeden Fall toller Kanal und ja, bis auf die Mikrofon, das Mikrofon ist eigentlich alles ganz gut, habe ich nichts dran zu meckern. Und ja, dann würde ich fast mal sagen, sind wir auch schon wieder für heute durch. Vielleicht kann ich nochmal hier Autoplay thematisieren, also gut, ich habe selbst Autoplay drin, habe es früher immer verflucht, weil es die Aufrufe verfälscht. Das ist natürlich der negative Aspekt von Autoplay, den man hat. Es verfälscht die Aufrufe. Man weiß nicht, wie viele Aufrufe man auf einem Projekt hat. Das ist der negative Aspekt. Der positive Aspekt ist allerdings, ach ja, und dass man gleich als Zuschauer Let's Play aufgedrückt bekommt, wenn man hier auf den Kanal kommt, das ist ebenfalls, könnte den einen oder anderen abschrecken. Mich schreckt es jetzt nicht so sehr ab, aber es könnte den einen oder anderen abschrecken. Also das sind so die negativen Aspekte. Die positiven Aspekte ist natürlich, dass das Video schnell zu Klicks kommt und auch schnell im Rating hochgeht. Und halt wohl auch von mehr Leuten gesehen wird, wenn es schön viele Klicks hat. Das ist der positive Aspekt bei der ganzen Sache. Also, da muss man wirklich selbst wissen, was man haben will. Das ist auch immer so ein schmaler Grat, auf dem man da wandert. Und man sollte da selbst wissen, was man haben will. Will man ein Video haben, was im Rating oben ist, aber dafür in Kauf nehmen, dass man jetzt Klicks angerechnet bekommt, die gar nicht existieren? Oder aber will man wirklich wissen, wie viele Klicks man auf das bestimmte Video hat? Das ist so eine Sache, da muss man selbst entscheiden, wie man die haben will, und ist halt auch immer eine schmale Gratwanderung zwischen Autoplay an oder Autoplay aus. Ich habe mich dafür entschieden, dass es an ist. Du hast dich auch dafür entschieden, dass es an ist. Ich habe dir nur mal kurz die positiven und negativen Aspekte genannt. Ob du es jetzt ausmachst oder weil du den anlässt, ist natürlich deine eigene Sache. Gut, dann war's das von mir für heute und ich denke mal, wir sehen uns in einem nächsten Let's Play wieder oder aber nächsten Sonntag zu der nächsten Ben stellt vor. Bis dahin, Leute, und tschö, tschö.